Ich bin Juni. Tada! Sehr schön. Hallo Juni. Hallo. Das war? Welche Koreanisch. Sprache? Koreanisch. Und ja. Ihr seid immer am Lächeln, gell? Ja. Ah, das ist sehr schön. Mhm. Man fühlt sich gleich sehr nett begrüßt. Ja. Aber du kannst nicht nur diese Sprache, du kannst auch noch Deutsch. Und Englisch. Was kannst du noch? Das war's. Das und deutsche Sprache ist schwer genug. Die Kunst, die du machst, die würde ich sagen, spricht alle Sprachen. Mhm. Und damit sie mal einen Eindruck kriegen, wie das aussieht, was diese junge Frau macht, schauen wir jetzt mal rein. Als du in den Kindergarten gekommen bist mit 3 Jahren, hast du das erste Mal an einem Klavier gesessen. Mhm. Wie hat sich das angehört? Was hast du gespielt? Damals, was ich im Kindergartenbus gehört habe oder so Titelmelodie von Kinderserien am TV. Okay. Ja. Ich finde das sehr außergewöhnlich, dass im Kindergarten ein Klavier steht. Bei uns ist das nicht so. Nur im Kindergarten konnte ich Klavier spielen damals, weil ich kein eigenes Klavier hatte. Dann zu Hause habe ich auf eine lange Papier selbst diese Tasten gemalt und dann habe ich auf dem Papier gespielt. Ach. Du bist in deiner Heimat ein Star. Dann hast du dich entschieden, nach Europa zu gehen. Du warst unter anderem auch in London. Mhm. Und jetzt wohnst du in einem kleinen Ort in Bayern. Ja. Wieso hat es dich dann letztendlich nach Deutschland gezogen? Eigentlich ist Deutschland mein Traumland, weil Deutschland ist die Heimat der klassischen Musik. Vermisst du nicht manchmal deine Heimat? So, wenn ich meine Heimat etwas vermisse, dann fliege ich nach Korea und dann genieße ich ganze Party und so weiter. Okay. Und dann, wenn ich so hier bin, dann komme ich nach Deutschland zurück, dann kann ich auch tief auf meine Musik konzentrieren. Okay, sehr schön. Wir reden gleich weiter. Ich möchte jetzt, dass du mit mir zusammen mal die Augen zumachst. Mhm. Und jetzt stell dir vor, wir sehen Berge und wir sehen See und wir hören eine Oper. Mhm. Und sie hören jetzt mit. Mhm. Oper. Oper. Ah, Oper. Komm ins Bett. Hast du Augen noch zu? Ja. Gut. Also der Zauber ist aus meiner Sicht die Kombination großartige Oper in einer wirklich tollen Naturlandschaft. Es ist natürlich unglaublich, ein so hochkomplexes Kunstwerk wie die Oper ausgerechnet im Freien darzubieten, und das ist auch die Kraft der Festspiele. Wir beginnen mit der Vorbereitung, also das Nachdenken über ein Stück am See beginnt Jahre vorher, bis zu 5 Jahre vorher, dass man sich überlegt, welcher Titel, welches Team. Wir sind unterm Jahr ungefähr 90 Mitarbeiter, im Sommer 1500. Also das bläst sich richtig auf und dann merkt man so, es wird langsam kontinuierlich immer mehr. Und es beginnen jetzt schon die Leute zu kommen. Und pro Abend 7000 Besucher und 29 Vorstellungen. Ja, insgesamt 200.000 Besucher. Es gibt noch Tickets für alle Vorstellungen, aber nicht mehr viele. Also jetzt kann man noch auswählen, aber wir sind Gott sei Dank sehr gut verkauft. Ja, die Bregenzer Festspiele, warst du schon mal da? Ich war noch nicht genau in Bregenz, aber ich war in andere viele Städte am Bodensee. Das ist wunderschön, ja. Gell? Wenn du auf der Bühne stehst, dann ist es gar nicht festgelegt. Du machst von Jazz bis zu Pop. Blues, es ist alles dabei. Ja. Warum entscheidest du dich nicht für eine Richtung? Also ich wollte immer meine eigene Musik zu finden und das kommt aus mir heraus. Ich habe nicht absichtlich so gemacht und ich habe nur mein Schicksal gefolgt und dann bin ich jetzt in Deutschland mit dieser Musik.
Am 1. Mai bist du im Theaterhaus in Stuttgart. Ja. Wenn wir da hinkommen, was wird der Zuschauer sehen? Hauptsache ist auch meine Stücke von meinem aktuellen Album My Piano. Mhm. Aber ich spiele immer nicht so gleich, wie es im CD ist, sondern an diesem Tag spiele ich für dieses Publikum. Ich habe gehört, du improvisierst viel, gell? Ja. Was heißt das? Du nimmst die Stimmung vom Publikum auf? Ja. Also jede, obwohl alle deutsche Städte sind, alle haben andere Atmosphäre. Mhm. Und das ist sehr spannend. Und auch diese Flügel, was ich spiele, spielt große Rolle. Was, aber du nimmst du deinen eigenen Flügel immer mit? Nein, ja, so das kann ich nicht machen. Ja. Und das ist so, ich bin immer neugierig, welcher Flügel wartet auf mich. Okay. Und das ist so erste Begegnung. Wie ein Blind Date. Ja. Denkst du auch manchmal, bist du manchmal auch enttäuscht und denkst so, ja, manchmal. Einen anderen Typen hätte ich ja, mehr. Ja. Ja. Aber dann musst du, gell? Ja. Dann ist man verabredet für den Abend. Ja. Wir sind hier im Musikinstrumentenmuseum in Stuttgart, im Fruchtkasten heißt das Ganze. Mhm. Und das sind Klaviere, die hier stehen, die sehr, sehr alt sind und wir dürfen sie nicht berühren. Und hier stehen nicht nur diese alten Instrumente, hier finden auch tolle Konzerte statt. Warum hast du dir diesen Ort ausgesucht als Interviewort? Vor ein paar Jahren her war ich in diesem Museum und wenn ich solche Platz bin, dann alle Fantasie erweckt mich, ja, als ob ich in anderer Zeitalter wäre. Okay. Und fällt es dir jetzt schwer, dass du nicht spielen darfst? Würdest du jetzt gerne oder sagst du, du willst schon? Ja, ich möchte. Du möchtest. Schlagen. Ja. Und besonders diese Flügel, zwei Flügel ist in einem Körper. Ein Zwillings. Wie einen Charm-Twins. Okay, ja. Das heißt, man könnte parallel quasi spielen. Hast du das schon mal getan? Noch nie. Noch nie. Ja. Wenn du auftrittst, machst du zwischendurch auch mal eine Pause? Ja, ich muss auch eine Pause haben. Wir machen jetzt auch eine Pause und sind gleich wieder zurück. Wir wechseln den Ort. Es gibt nämlich noch eine ganz spezielle Leidenschaft von Juni und welche das ist, die sehen Sie gleich. Also seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. So, weißt du, was ich so toll finde, Juni? Ja? Dass du einfach eine ganz normale Frau bist, die Schuhe mag. Herzlich willkommen zurück mit der Star-Pianistin Juni. Und wir waren eben noch bei den Musikinstrumenten und bei deiner Karriere und jetzt sind wir beim Schuhe-Shoppen. Ja. Weil in diesem Schuhladen in Stuttgart hast du dir deine Lieblingsschuhe gekauft. Ja. Die hast du leider heute nicht dabei, gell? Mhm. Aber die gefallen dir auch. Warum die? Weil es sehr bling-bling ist und auch man kann sehr fern gut sehen. Ich habe gesehen, bei deinen Auftritten hast du teilweise so hohe Absätze an. Ja. So hohe. Nein. Aber sehr hoch. Ja. Warum? Weil es hilft mir, so diese Winkel. Ja. Ist perfekt. Wenn du so mit deinen Schuhen. Ah, okay. Ja. Wie viele Schuhe hast du zu Hause? Ich habe nicht gezählt. Viele? Ja. Was bist du für ein Sternzeichen? Das Waage. Ich bin auch Waage. Ah. Wie viel, da hast du Geburtstag? 20. Oktober. Ich habe 9. Oktober. Wow. Wie alt wirst du dieses Jahr? Geheim. Bei mir auch. Yeah. Und wir schalten nochmal in meinen nächsten Beitrag. Ja. Und dann sind wir gleich wieder zurück, schon mit unserem letzten Teil. Ja. Und zwar haben wir eine alte Bekannte getroffen. Mhm. Schauen Sie selbst. Ja. Diejenige, die sich hier gerade so freut, kennen Sie vielleicht noch. Christina Pleyer haben wir Ihnen vor ein paar Wochen hier im Interview in unserem Magazin Puls vorgestellt. Sie ist Fotokünstlerin und hat gerade ihre erste Vernissage in Stuttgart eröffnet und prompt ein Bild verkauft. Christina, wie ist das so, wenn jetzt das erste Bild verkauft ist direkt an deiner Vernissage? Wunderbar. Meine Bilder kommen an, ich freue mich und es war ein super, super schöner Abend. Cool, ja dann viel Spaß beim Einpacken. Danke. Kurz bevor Christina das Bild abgehängt hat, haben wir zufällig genau die Dame angesprochen, die jetzt die stolze Besitzerin ist. Wenn ich mir das so recht betrachte, hat das Bild ein bisschen Ähnlichkeit mit Ihnen, was die Haare betrifft. Ja, Christina ist auch meine Friseurin. Da
kenne ich sie. Vielleicht war ich da Vorbild für. Wer weiß. Sie finden das Bild besonders toll. Warum? Es heißt Cold. Kalt. Und ja, es, für mich ist es nicht kalt. Für mich ist es dieses Metallische. Das finde ich ganz toll. Dann die Frau, also nackt und da noch so ganz was Verfremdetes rein. Aber man sieht genau, was es ist. Und es sind exakt meine Farben. Und ich kaufe das Bild. Ob noch weitere Bilder verkauft worden sind, wissen wir nicht. Aber die Ausstellung kommt gut an. Und was denkt man, wenn man vor so einem schönen Bild steht? Ja, die Geometrie, die fasziniert mich. Der Bildaufbau, die Farben und das Unerwartete, in dem diese Lippen und diese Augen mich anschauen. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual bei so vielen tollen Bildern, ne? Aber das ist dein persönliches Lieblingsbild. Ja, also ich finde das einfach, das kommt einfach so meiner Stimmung zwischendrin entgegen, weil ich das auch gern mag, wenn außenrum überall Stress ist und Hektik und so und dann einfach in der Mitte ruhig durchschlendern. So. Macht ihr euren Stress, ich will meine Ruhe. Die Christina ist eine Freundin von dir, ne? War sie aufgeregt heute vor der Vernissage? Sie war schon aufgeregt, ja. Die Werke sind übrigens in dem Weingut der Stadt Stuttgart in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgestellt. Insgesamt sind es 39 Bilder. Und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und während Juni jetzt Schuhe anzieht, für die sie sich ausgesucht hat, sage ich Ihnen schon mal meinen Veranstaltungstipp. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendung. Und zwar am Sonntag findet ein toller Flohmarkt statt, weil jetzt ist Frühling, man will neue Klamotten. In der Holzgartenstraße in der Location Mensa. Da geht's los um 14 Uhr. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Juni, und dein Tipp, kannst du den mal kurz in die Kamera sagen? Wo wir diese Interview gemacht haben, heißt Musikinstrumentenmuseum in Stuttgart. Und da gibt es so viele interessante Veranstaltungen. So, ich empfehle euch, dorthin zu gehen. Super. Sie hatte die ganze Zeit gerade andere Schuhe in der Hand, hat sich dann doch für die Rosane entschieden. Mhm. Und sie sehen toll aus. Und kaufst du die Schuhe jetzt eigentlich oder nicht? Oder weißt du noch nicht? Ich überlege noch mal. Sie überlegt noch. Und ich hoffe, Sie überlegen nicht und sind nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und was heißt Tschüss auf Koreanisch? Annyeong. Annyeong.